Aufnahmen und ich begrüße ohne Umschweife zur Pressekonferenz nach dem 7. Spieltag der Regionalliga Südwest. Der SGV Freiberg und der VfB Stuttgart 2 trennen sich 2:2 unentschieden. Tore in der 68. und 70. Minute durch Marcel Sökler zum 1:2 aus SGV-Sicht. Und dann in der 73. der Anschluss durch Lukas Sonnenwald und keine 4 Minuten später das 2:2 durch Marco Wolf. Ich begrüße die beiden Trainer, Frank Fahrenhaus und Ramon Germann, neben mir. Und wie eh und je, das erste Wort zum Spiel gebührt wie immer dem Gästetrainer. Ja, hallo zusammen. Ja, mein Fazit ist natürlich ein bisschen gespalten. Aufgrund der ersten Halbzeit haben wir uns extrem schwer getan, muss man Freiberg sagen. Sie haben uns vor große Aufgaben gestellt. Sie haben einfach oder mit einfachen Mitteln versucht, auf uns ja, weh zu tun. Zweite Bälle, lange Bälle, da haben wir uns taktisch überhaupt nicht gut verhalten, obwohl wir darauf eingestellt waren. Da sind wir dann ja, sehr, sehr häufig auch immer wieder ins Hintertreffen gekommen, vorne im Anlaufen, zu große Abstände. Und da haben wir uns sehr, sehr aufgerieben und da müssen wir uns dann auch morgen noch mit auseinandersetzen. Ja, am Ende des Tages haben wir dann in der Halbzeit ein bisschen umgestellt, ja, weil im Spiel wollten wir es auch schon ein bisschen umstellen auf Viererkette plus 2 Sechser. Aber die Räume haben wir da auch nicht zugekriegt und ja, dann in der Halbzeit, ich denke, nach der Halbzeit waren wir besser im Spiel drin, wo wir aber so ein bisschen auch unseren fußballerischen Ansatz ja, hergeben mussten, aufgrund der Verhältnisse. Die Mannschaft hat da ja, auch versucht, einfache Lösungen, die wir ihnen mitgegeben haben, umzusetzen. Und am Ende des Tages, ja, ist es erst nach dem 0-2 dann auch so wirklich ja, zur Geltung gekommen. 0-1, 0-2, denke ich, richtig gut rausgespielt, beziehungsweise auch elementar einfachste Fehler von uns im Spielreihenverhalten, wo wir den Gegner dann auch ja, richtig, richtig gute und einfache Möglichkeiten geben. Und ich habe auch gedacht, dann nach dem 0-2, die Messe ist gelesen, weil sehr, sehr reif die Anlage bis dato war vom Freiberg, sehr, sehr aktiv, aggressiv. Und dann muss ich meine Mannschaft nochmal ein Kompliment machen. Wir sind wieder mal nach dem 0-2 Rückstand zurückgekommen. Ich glaube, das war jetzt das 4. oder 5. Mal in der Saison, wie die Jungs dann auch da nochmal an das geglaubt haben, was möglich ist im Fußball, auch wenn es nicht der schönste Fußball ist. Aber am Ende des Tages haben wir dann nochmal 2 Tore gemacht. Ich habe gerade auch schon zum Trainerkollegen gesagt, wenn es ganz dumm läuft, für Freiberg können wir da noch einen machen mit dem Lattenschuss. Aber ich glaube, das wäre dann des Guten zu viel gewesen. Und am Ende des Tages können wir, ich, sehr gut mit dem Punkt heute leben, weil wir uns wirklich ja, schwer getan haben in der ersten Halbzeit. Dankeschön. Dankeschön. Ja, und Ramon, eher 2 Punkte verloren als 1 gewonnen, oder wie siehst du es? Ja, ich sehe es eigentlich genauso, wie der Frank jetzt auch gesagt hat. Gefühlt haben wir in dieser Liga mehr Punkte durch Leichtfertigkeit verloren, als wir auf dem Konto haben. Und das ist bitter nach dem 7. Spieltag, dass du deswegen unten drin stehst. Wir haben ein schlechtes Spiel gemacht gegen Waldorf. Wir haben heute, finde ich, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Hatten den Gegner, finde ich, sogar dominiert. VfB 2 ist normal die Mannschaft, die die meisten Pässe in der Liga spielt. Und heute hatten sie, ich sag mal, waren sie am gefährlichsten, wenn sie lange Bälle gespielt haben. Ein überragendes 1-0 rausgespielt auf der rechten Seite, aus dem Pressing befreit, dann über den Torwart verlagert und dann ein super Angriff und das 2-0, klar, war eine Umschaltaktion, war auch sicherlich ein Stellungsfehler, aber wie wir dann die 2 Gegentreffer fast maßgeblich vorbereiten über einen Ballverlust und über einen Querpass und dann auch im Kettenverhalten einfach nicht sauber sind, das ist einfach, wie soll ich sagen, kein Regionalliga-Niveau. Das ist blauäugig und ja, wurde heute wieder bestraft, genauso wie in den Spielen davor. Trotzdem glaube ich, dass die Zuschauer, die heute da waren, ein gutes Spiel gesehen haben von beiden Mannschaften. Und also mir hat das Spiel auch Spaß gemacht. Am Ende nehmen wir halt einfach 2 Punkte zu wenig mit. Ich wünsche euch und dem VfB, also im Gesamtverein, alles Gute für den weiteren Saisonverlauf und ja, freue mich auch schon aufs Rückspiel. Dankeschön, Ramon. Und dann würden wir jetzt in die Fragerunde übergehen. So
sofern es denn Fragen gibt. Ja, Arno, du hast letzte Woche gesagt, das Tor hat uns nicht gut getan. Heute war es ja auch ähnlich, dass es dann nach dem Tor dann eigentlich erst auf den beiden Toren diese eklatanten Fehler gab oder die Probleme. Das ist ein Dilemma, das sich natürlich schwer auflösen lässt, aber insgesamt, was die Cleverness angeht, wie siehst du da die Perspektiven von deiner Mannschaft? Also zunächst mal ist es ja so, dass wir ein wenig Personalprobleme haben, gerade auf der Innenverteidigerposition, und ich muss trotzdem sagen, dass die Mannschaft das sehr, sehr gut gemacht hat, obwohl wir positionstechnisch etwas anpassen mussten, und ich sehe keine Parallele zur letzten Woche, deswegen, weil wir nach dem 2-0 jetzt nicht schlecht gespielt haben. Wir haben eben zwei Fehler gemacht, zwei entscheidende Fehler, konnten dann gerade beim zweiten Tor das taktische Foul auch nicht ziehen, weil der Gegner einfach einen Schritt schneller war. Und die Qualität, die der VfB hat, dieses Tempo, kam über das ganze Spiel gar nicht zum Tragen. Erst am Ende, als wir die Räume nicht mehr zulaufen konnten, weil wir viel investiert haben in das Spiel. Also ich saß mit der Mannschaft hier drin bei der Videoanalyse und wir waren alle enttäuscht vom Waldorf-Spiel. Und, aber heute ist überhaupt gar keine Enttäuschung da. Im Gegenteil, die Mannschaft hat heute einen tollen Job gemacht. Aber Fehler werden eben im Fußball bestraft, und je höher die Liga, desto eher werden die Fehler bestraft. Und deswegen, diese Fehler müssen wir halt abstellen. Aber es werden immer wieder Fehler passieren. Das ist einfach auf jedem Niveau so. Ja, kannst du noch was zur Personalsituation sagen, vor allem Koch und Mausberger vielleicht? Ja, also Koch hat jetzt heute seine Maske bekommen, muss sagen, steht ihm gut. Jetzt werden wir schauen in der Trainingswoche, ob er damit auch in der Lage ist, vernünftig Fußball zu spielen. Also der hatte noch nie eine Maske, ist jetzt kein maskenerfahrener Spieler. Dementsprechend müssen wir es jetzt abwarten. Mau bin ich eher pessimistisch, weil wir haben ein paar Mal versucht im Training und jetzt auch gegen Waldorf, musste dann immer wieder abbrechen. Und wir wollen kein Risiko eingehen. Also sehe ich dann für Sonntag eher schwarz bei ihm. Wo ist bei ihm das Problem? Hinter Oberschenkel. Wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich wie immer fürs Dabeisein. Euch alles Gute weiterhin in der Saison. Für den SGV geht's am Sonntag zum Tabellenprimus nach Ulm um 14 Uhr ist Anpfiff. Würden uns freuen, wenn möglichst viele SGVler dabei sind oder auch das Spiel im Stream bei Leaks verfolgen. Und dann sage ich schönen Abend. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.